Ich bin Grischa Alroy-Ahloser. Ich bin vor 64 Jahren als Sohn jüdischer Eltern in Sibirien zur Welt gekommen. Bin in Deutschland, in Köln und Bergisch Gladbach aufgewachsen und lebe seit 42 Jahren in Israel. Ich habe Deutschland verlassen, weil ich aufhören wollte, Jude zu sein. Weil ich weder geliebt noch gehasst werden möchte für meine Geburt. Und wenn es ein Prinzip gibt, das mich auch in diesen 4 Jahrzehnten hier weiter begleitet hat, dann ist es dieses. Auf der anderen Seite hat mich Deutschland nie wirklich losgelassen. Weder die Sprache, noch die Menschen, noch die Landschaften. Und so bin ich seit über 4 Jahrzehnten in den deutsch-israelischen Beziehungen aktiv. Zunächst im Gewerkschaftsdachverband Histadrut, danach als Botschaftsrat an der israelischen Botschaft in Bonn und seit über 25 Jahren in der deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehung. Ich bin seit 18 Jahren Bundesgeschäftsführer der deutsch-israelischen Wirtschaftsvereinigung, bin seit 13 Jahren in Personalunion Geschäftsführer der deutsch-israelischen Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Tel Aviv, wo mein Lebensmittelpunkt ist, und bin seit knapp 10 Jahren Präsident der israelisch-deutschen Gesellschaft. In der jetzigen Phase der Corona-Krise bin ich vor allen Dingen mit einem beschäftigt, nämlich mit dem Versuch, diese Kammer und ihr 13-köpfiges Team zu retten. Das ist in einer Zeit, in der es keine Besuche gibt, keine Delegationen, keine Politiker, keine Investoren, kein leichtes Unterfangen. Bislang gelingt es uns ganz gut, aber wir erfahren, dass man natürlich längst nicht alles digital und virtuell machen kann. Wenn ich an die israelische Gesellschaft als Stammesgesellschaft denke, in der die Stämme der Orthodoxen und der Araber und der Russen und der Siedler und der Mizrachim mit dem Stamm der Israelis nebeneinander leben, dann gehöre ich dem Stamm der Israelis an. Ich weiß aber, dass keiner dieser Stämme eine Mehrheit hat und dies eigentlich ein kultureller Flickenteppich ist, der diese Gesamtgesellschaft ausmacht, in der keiner eine Mehrheit hat. Wenn ich an die Zukunft denke, denke ich zunächst an meinen Sohn, der seit 2 Jahren im Militär ist und noch 2 Jahre bleiben wird, und an meinen Stiefsohn, der in 2 Jahren eingezogen wird. Und die Frage, die mich umtreibt, ist, ob es hier irgendwann mal ein friedliches Nebeneinander und Miteinander geben kann, einen zivilen Frieden auch in dieser Gesellschaft und ein Erfolg für dieses zionistische Experiment. Wenn ich mir die Innovationskraft dieses Landes anschaue, die Kreativität, den Mut zum Scheitern, das soziale Engagement, die Zivilcourage, die vor allen Dingen die jungen Menschen hier haben, dann bin ich eigentlich immer noch Optimist und glaube, dass es alles gut enden wird. Wenn ich mir auf der anderen Seite die ethnischen Zerwürfnisse ansehe und die gesellschaftlichen Verwerfungen und die rechtsfreien Räume in den besetzten Gebieten und die religiöse Verbohrtheit und diese endzeitlichen Heilserwartungen überall, dann bin ich eher pessimistisch. Und ich weiß natürlich, dass die Wahrheit zwischen beiden irgendwo liegt, wie immer. Weder nur das eine oder nur das andere stimmen kann. Und deswegen muss man Realist sein. David Ben-Gurion hat mal gesagt, wer in diesem Land nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also ich bin ein feuriger Wundergläuber. Und ich will eine Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist. Ich fuhr mit dem Auto, stand an einer roten Ampel und auf der anderen Seite der Kreuzung standen 2 Anhalterinnen. Eine offensichtliche Palästinenserin und eine offensichtliche Siedlerin. Ich hatte damals noch einen Friedenssticker auf meiner hinteren Stoßstange und überlegte mir in dieser Rotphase, wen ich mitnehme. Wenn ich die Palästinenserin mitnehme und dann an der Siedlerin vorbeifahre mit diesem Friedenssticker, dann würde sie mich verdammen als einen typischen Antizionisten, einen Vertreter der Linken, dem die Volkszugehörigkeit nicht wichtig ist. Nehme ich die Siedlerin mit, dann wird die Palästinenserin den Aufkleber sehen und mich für einen typischen Vertreter dieser verlogenen, schöngeistigen Linken halten, die immer nur groß daherreden, aber im Endeffekt für die auch Blut dicker als Wasser ist. Wenn ich beide mitnehme, dann könnte es zu einem Zwischenfall im Auto kommen. Und wenn ich keinen mitnehme, dann werden beide enttäuscht sein. Als es dann grün wurde, bin ich rechts abgebogen und bin einen Umweg gefahren. Diese Auseinandersetzung, was man macht, wo man in seinen Taten, seinen Überzeugungen folgt, ist etwas, was wir hier in Israel die ganze Zeit haben. Im Endeffekt glaube ich, dass wir eine sehr lebenswerte Gesellschaft haben, dass wir vielleicht momentan im Fieber sind und dass wir nicht nur das Symptom, sondern auch die Gründe dafür
bekämpfen müssen. Und das ist, was wir tun.